Hey Leute, Retro Joe hier und heute will ich mit euch über meine Liebe zu One-on-One Fighting Games reden, denn es ist ja gar nicht mehr weit, bis uns der nächste Ableger von Mortal Kombat und ein neues Samurai Showdown ins Haus steht und das ist Anlass genug, um mal das Thema anzuschneiden. Nach dem Intro geht's los. Und da sind wir auch schon wieder. Wie eingangs erwähnt, dauert es nicht mehr lange, bis wir Mortal Kombat 11 in die Finger kriegen und auch ein neues Samurai Showdown ist für Mitte des Jahres angekündigt. Und ich liebe ja Fighting Games, seit ich denken kann. Also seit dem Super Nintendo und dem allerersten Street Fighter, ich guck gerade nach rechts, weil ich hier meine ganzen Prügelspiele übereinander aufgetürmt habe, bin ich Riesenfan des One-on-One-Fighting-Game-Genres. Meiner Meinung nach, die beiden besten Controller, die man heute dafür benutzen kann, sind der PS4-Controller, der hat nämlich ein echt gutes D-Pad, und der Super Nintendo Controller, beziehungsweise von 8-Bit Do, nutzbar für die Switch, Super Nintendo Classic und so weiter und auch für den PC, der 8-Bit Do SF30 Pro. Jetzt hat 8-Bit Do gerade auch ein Sega-Pad rausgebracht mit den 6 Buttons vorne. Den habe ich aber noch nicht in die Finger gekriegt, da bin ich aber auch ganz scharf drauf. Denn auch der 6-Button-Genesis-Controller ist ziemlich cool für Fighting Games. Für die, die sich fragen, Joypad, ja, ich habe es auch mal eine Weile mit dem Stick versucht, letztes Jahr, als ich wieder mal in Street Fighter 5 mich vertieft habe, das ich auch sehr, sehr geil finde. Aber ich habe einfach nicht genug Zeit, um mich jetzt nach 35 Jahren fast, naja, 35 ist ein bisschen übertrieben, aber einer ganzen Weile, die ich mit dem Joypad gespielt habe, jetzt noch auf Stick umzuschulen, da habe ich leider nicht die Zeit für. Ja, meine Lieblings-Fighting-Games, ich lege die jetzt einfach mal hier so nach und nach ins Bild. Also ich habe für den Game Boy das Street Fighter 2. Letztens hat der Retro Gaming Panda da noch ein Review zugemacht, wo ich nicht ganz mit der Einschätzung übereingestimmt habe. Ich finde, das ist leider keine besonders gute Umsetzung. Deutlich besser ist zum Beispiel Super Street Fighter 2 für den GBA. Das ist richtig gut. Das sieht auch grafisch deutlich besser aus. Natürlich ist der GBA eine stärkere Hardware. Aktuell mag ich aber am allerliebsten für die Switch die Street Fighter 30th Anniversary Collection. Und auf dieser Collection sind drauf Street Fighter, Street Fighter 2, Street Fighter 2 Champion Edition, Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting, also die Genesis und die Super Nintendo Version, Super Street Fighter 2 The New Challengers und Super Street Fighter 2 Turbo, das es nie auf den 16-Bit-Konsolen in Europa gab. Ich glaube, das kam dann irgendwann mal auf den Saturn raus, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Street Fighter Alpha, Street Fighter Alpha 2, Street Fighter Alpha 3 und alle drei Street Fighter 3 Spiele, nämlich New Generation, Second Impact und Third Strike. Und Street Fighter 3 Second Impact ist mein persönlicher Favorite hiervon und das habe ich jeden Tag dabei und spiele es auch fast jeden Tag. Natürlich habe ich auch für die andere aktuelle Konsole ein paar Fighting Games, unter anderem Injustice 2 in der Gold Edition mit den Turtles und so weiter und Hellboy. Das ist auch richtig geil, vor allem ist der Story Mode hier wirklich, wirklich cool. Da bin ich aber noch nicht ganz so tief drin eingetaucht wie in diese beiden hier, und zwar Dragon Ball Fighters und Street Fighter 5. Street Fighter 5 ist ja, glaube ich, inzwischen in der dritten Season. Ich bin jetzt auch kein Online-Spieler, muss ich dazu sagen. Wenn ich online spiele, kriege ich gnadenlos den Arsch versohlt. Ich glaube, ich bin gar nicht so schlecht, was Fighting Games angeht. Bin aber weit davon entfernt, da um irgendwelche Preisgelder mitspielen zu können. Der Reiz für mich an Fighting Games war es immer, den Trash-Talk mit meinen Kumpels auf dem Sofa betreiben zu können, wenn wir uns gegenseitig da Hadoukens um die Ohren geschlagen haben. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Ab und zu, wenn ich mal von dem einen oder anderen Kumpel Besuch habe, dann läuft es darauf hinaus, dass wir uns den ganzen Abend in verschiedenen Fighting Games irgendwie die Backen vollhauen. Nicht alle meine Kumpels sind da so heiß drauf, aber einige liefern mir dann tatsächlich sogar mal ein bisschen Gegenwehr und sind nicht einfach bloß Opfer. Klingt jetzt überheblicher, als es sein sollte. Nico, falls du zusiehst, du bist einer von denen, die nicht als Opfer gelten. Micha ist eine andere Geschichte. Ja. Wie gesagt, angefangen hat das Ganze auf dem Super Nintendo für mich. Hier habe ich auch noch Tekken Tag Tournament 2 für die Wii U. Das spiele ich allerdings nicht so oft, weil der Wii U-Controller sich dafür nicht so gut eignet. Also weder das Gamepad noch der Pro-Controller. Wegen der Anordnung der Knöpfe, dass die unter dem Stick sind, das finde ich irgendwie nicht so passend. Und ich habe außer Super Street Fighter für Mega Drive sämtliche Street Fighter-Variationen für Super Nintendo und Mega Drive. Stimmt gar nicht, Street Fighter Alpha. Doch, Street Fighter Alpha habe ich auch. Habe ich jetzt nur hier gerade nicht aus dem Regal gezogen. Da ist es, Street Fighter Alpha 2. Auch das gehört mit zu meiner Sammlung. Ja, und ich persönlich
War früher nie großer Fan von Mortal Kombat. Allerdings, seit die das Ganze mit Mortal Kombat 9 quasi rebootet haben, also dem Gameplay einen kompletten Overhaul verpasst haben, das sieht man ja auch an den Injustice Games, das ist ja mehr oder weniger dieselbe Engine, hat NetherRealm Studios hier richtig abgeliefert. Und Mortal Kombat 11, da freue ich mich tierisch drauf. Ich weiß nicht, ob ich es mir gleich im April holen soll, denn inzwischen ist es ja bei Fighting Games so, man kauft sich für 60 Euro die Standardversion, die rauskommt, und dann hat man noch irgendwie 2 Jahre Zeit, da noch übertriebenerweise 200 Euro in DLCs reinzupumpen. Da bin ich zu knickig für, das sehe ich nicht ein, da fühle ich mich irgendwie abgerippt. Deswegen habe ich auch mit Injustice jetzt über ein Jahr gewartet, um mir da eine Legendary Edition zu holen, wo sämtliche DLCs und alle Kämpfer und so weiter mit drin sind. Und das werde ich wahrscheinlich mit Mortal Kombat auch machen. Bei Samurai Showdown müssen wir mal abwarten. Da ist ja noch nicht so viel drüber bekannt. Ich hoffe, dass SNK hier einfach ein fertiges Spiel raushaut, wo jetzt nicht irgendwie alle 3 Wochen noch neue Kämpfer per DLC nachgereicht werden. Kostüme und so, das ist alles schön und gut. Das kann jeder selber machen, wie er lustig ist. Aber ich werde nicht wieder und wieder Geld bezahlen, um neue Kämpfer zu bekommen. Deswegen habe ich auch zum Beispiel bei Street Fighter 5 mir jetzt auch... Ich hatte das damals zu Release, habe es dann irgendwann verkauft, weil das Spiel ja da noch nicht wirklich viel mitgebracht hat. Und habe mir dann irgendwann vor einem guten Dreivierteljahr die Arcade Edition geholt, wo ja dann auch Season 1 und 2 komplett mit dabei gewesen sind. Also sämtliche Charaktere, Kostüme und hast du nicht gesehen, alles mit drin. Da war ich dann zufrieden mit. Und Street Fighter 5 ist auch meiner Meinung nach einer der besseren Teile der Street Fighter-Reihe. Wobei, wenn man jetzt mal alle Street Fighter-Teile berücksichtigt, ich unterm Strich den meisten Spaß tatsächlich hatte mit Street Fighter 4 in seinen verschiedenen Variationen. Street Fighter 4 war für mich so die komplette Modernisierung von allem, was ich an Street Fighter 2 total geil fand. Und das in diesem coolen neuen grafischen Design in Street Fighter 4 wiederzufinden. Und es hat sich trotzdem noch genauso angefühlt wie früher. Nur halt mit ein bisschen mehr Kombo-Möglichkeiten, ein bisschen mehr technischen Spielereien und so weiter. Das fand ich immer richtig geil. Jetzt wird sich der ein oder andere vielleicht fragen, warum hat der Kerl denn kein Mortal Kombat für die Retro-Konsolen? Wie vorhin schon mal erwähnt, ich fand Mortal Kombat damals irgendwie nie so geil. Ich war immer ein Street Fighter-Guy. Ja, die Brutalität in Mortal Kombat und die Fatalities und so, das hat einen natürlich damals so mit 14, 15 schon irgendwo gereizt. Aber unterm Strich fand ich das reine Gameplay damals wirklich nie so geil. Und spätestens als Mortal Kombat dann auch irgendwie so ein bisschen dreidimensional wurde, mit, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die alle hießen, wo dann Polygonmodelle verwendet wurden oder so, hatte das Ganze für mich auch vollkommen seinen Charme verloren. Bis jetzt, wie gesagt, NetherRealm mit Mortal Kombat 9 und Mortal Kombat X da richtig abgeliefert hat. Und auch, was ich bisher von Mortal Kombat 11 gesehen habe. Hui, das sieht nicht schlecht aus. Wie ist denn eure Meinung dazu? Was sind eure Lieblings-Fighting-Games? Was sind eure Erinnerungen an Fighting-Games? Habt ihr da irgendwelche speziellen Sachen, die ihr richtig gut findet oder richtig scheiße findet? Haltet ihr mich für den totalen Noob, weil ich nicht in der Lage bin, vernünftig mit dem Arcade-Stick zu spielen? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und vielleicht sehen wir uns ja mal online und können uns gegenseitig irgendwie, weiß ich nicht, das Herz rausreißen oder so. Das soll es erstmal von mir gewesen sein. Ich gehe jetzt wieder zocken. Retro Joe out. Wie eingangs schon erwähnt, am, ich glaube, 24. April? Nee, ich sollte aufhören, über Daten zu reden, wenn ich die Daten nicht kenne. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nie das Datum. Egal.